Das ist jetzt eben genau die Frage für alle Leute hier. Wenn ihr 500 Stutz Bar in die Hand bekommt, dann machen wir bei uns ein Gewinnspiel. Dünnt euch einloggen, wenn ihr es noch nicht seht, auf choice.ch/live. Auf der rechten Seite findet ihr genau die Frage. Dünnt eine von drei Antworten hoffentlich die richtige natürlich ankreuzeln. Die Frage ist nochmal einfach für die, die es noch nicht gecheckt haben: Wie kommen die geschwungenen Linien oder Kringelsachen oder wie auch immer das Gül schon gesagt hat, in das Glas rein? Sind das A, der Grund, die Drehbewegung in dieser Füllmaschine? Ist B, das Glas wird über hartes Karamell gegossen, das schon so in der Kringelform ist? Oder C, die Linien sind in dieser Eismasse schon enthalten? Richtige Antwort, choice.ch/live. Mit ein bisschen Glück gibt es 500 Stutz für euch. Klären wir dann am Ende der Sendung. So, mittlerweile haben wir den Eddie Rickli neben uns hocken, einen alten Hase in diesem Business. Herzlich willkommen, Eddie. Merci. Schön, dass auch so altgediente Leute bei uns auf dem Sofa verplatzt sind. Ist mir eher natürlich. Du bist studierter Maschinenbauer an der ETH, bist 20 Jahre lang bei der Sulzer in der Geschäftsleitung gehockt, mittlerweile jenes Verwaltungsrat, Stiftungsrat und hast wahrscheinlich sonst noch die ganze Branche revolutioniert. Es ist spannend, so jemanden wie dich da zu haben. Du erzählst jetzt gerade wie ein Hoffnungsbuch, oder? Merci. Wie bist du zufrieden mit der heutigen Ingenieur, da, wenn du umschaust? Du bist da so unter den ganz Jungen, oder? Ich finde es toll. Wenn wir schauen, wie sich das entwickelt hat über die Zeit, muss ich sagen, die heutigen Studenten, die haben wirklich viel auf der Platte. Und ich sage, im Schnitt ist der Student heute eher besser als wir waren zu unserer Zeit. Das ist mein Eindruck, den ich habe. Besser ausgebildet, oder wie? Denken auch besser ausbildet am Schluss, ja. Okay, oder motivierter oder einfach... Ja, das weiß ich nicht, aber was ich sehe, ich habe einen engen Kontakt zu der Hochschule und was ich so sehe, das macht also schon Freude, muss ich sagen. Ja. Und man sieht es, also in gewissen Fachrichtungen mindestens, jetzt Maschinenbau, haben wir einen rechten Zustrom gesehen in den letzten paar Jahren, hat stark zugenommen und was ich eben toll finde, ist, die Ingenieurausbildung ist heute zum Beispiel im Maschinenbauwesen wesentlich breiter geworden. Wie meinst du das genau? Von der Disziplin her, die man ausbildet. Es ist viel attraktiver geworden. Dann kann man nachher mehr Sachen im Berufsleben machen. Man kann mehr verschiedene Sachen machen nachher. Ja. Es ist breiter geworden im rein technischen Sinn auch. Ja. Es gibt nach wie vor den klassischen Maschinenbau, den man sich so als Klischee vorstellt. Grosse, schwere Maschinen. Aber das geht den ganzen Weg runter bis zu Mikrotechnik, zu Nanotechnik. Genau, die Technik hat sich enorm weiterentwickelt. Oder? In den letzten 10 oder 15 Jahren, wie man immer den Bezugsrahmen jetzt setzen will. Was hat sich darum für den Beruf als Ingenieur verändert? Also für den Beruf würde ich sagen, gibt es ein paar Schlüsselsachen. Aha. Und was sicher den grössten Einfluss hatte, ist die Bedeutung der Rechentechnik. Wir haben noch Fragestellungen müssen bearbeiten, die man nicht hätte können berechnen, geschlossen. Und dann ist man irgendwann einmal angestanden. Man hätte es zwar theoretisch können rechnen, aber es hätte entweder zu lange gedauert oder wäre zu teuer gewesen. Mhm. Heute, mit den schnellen Rechnern, die man hat, kann man das lösen. Mit diesen Chips, das, oder? Wo die irgendwo Chips, sind das irgendwann einmal Chips, ja. Es sind nicht mehr die Kügel, die Träume gebraucht haben. Da, oder? Genau. Und das gibt die Möglichkeit für den Ingenieur viel zu simulieren. Mhm. Bevor er es realisiert. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist grundsätzlich, dass es interdisziplinärer geworden ist. Also es kommen mehr Disziplinen zusammen im Studium und vor allem nachher im Beruf. Mhm. Was sicher kennzeichnend ist auch, viele Geschäfte haben ja einen Exportanteil, einen relativ hohen in der Schweiz typischerweise. Und die Internationalität hat natürlich sehr stark zugenommen. Mhm. Also wenn man heute im Beruf arbeitet, ist die Chance sehr gross, dass man mit sehr vielen Leuten weltweit in Kontakt kommt, weltweit herumkommt. Und vielleicht sogar mal im Ausland arbeitet. Wäre doch auch cool. Absolut. Und du hast vorhin noch angesprochen, neue Sachen realisieren, berechnen, ausdenken. Das sind unsere Zuschauer momentan Augen da machen. Im Live-Chat, wir haben mal zu Desiree Rasch überschalten. Du hast gefragt, was sie würden erfinden würden. Ja, das ist eine Frage. Jemand hat eine Zeitmaschine erfinden. Das ist nicht ganz so realistisch wie Tickets im Vorschlag. Er hat zum Beispiel ein Klebeband erfinden, wo, wenn man es abschneidet, quasi eine Farbe kommt, wo man weiss, wo der Anfang wieder ist. Best so ever, oder? Sag das nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Weißt, wenn man ein Klebeband etwas abschneidet, dass man weiss, wo der Anfang wieder ist. Dass es irgendeine Farbe gibt oder etwas. Wow, ja, das wäre natürlich jetzt etwas Gutes für den Alltag, oder? So wie das die Ingenieure mit gesehen machen. Schön, bist du da. Edi, Lukas, du bist immer noch da und natürlich das Publikum, ihr die auch. Wir gehen jetzt ganz rasch in die Werbung. Nachher gibt es noch einen weiteren Einblick, wo Gül schon in dieser Glassefabrik können für uns rauszaubern. Und der Wettbewerb geht weiter. Am Ende dieser Sendung gönnt jemand 500 Stutz. Also bleibt dran, bis gerade.